Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Gut, wo waren wir jetzt stehen geblieben? So, Deco-Craft. Das ist ganz geil. Also Meat-Table. Das wäre vielleicht auch ganz geil. Jetzt hier bei den Händler. Das wäre geil. So in den Tablet drin, ne? Was? Okay. Klar, was ist das? Eine fahrende Händler. Das wäre auch eigentlich ganz geil. Ist das? Die Nummer? Cool. Hoppala. Oh, Hexenkessel. Cool. Was ist das? Gibt es ja noch coole Sachen hier, die man noch irgendwie verwenden könnte. Die Frage ist halt noch wie. Okay, wir können nicht schlafen. Schau mal, das Mikro ein bisschen näher zu mir. Ich sitze irgendwie ganz komisch da in letzter Zeit. Wow. Das wird vielleicht irgendwie verwenden. Ja, ich will es erstmal ganz kurz hier. Erstmal gucken, wie hoch machen wir das noch. Muss schon noch stehen. Die Höhe vielleicht, ha? Ich denke, die ist ganz okay. Also richtig, au, richtig großen Eingang hier machen, das wäre ganz geil. Hier würde ich dann, warte mal, ich brauche mal noch, einen Moment, Fanny, machst du da? Ah, okay, ich sehe es. Sehe gerade, es war gerade draußen und hat ein paar Blätter mit reingebracht. Die werden jetzt genüsslich aufgeknuspert und zerpflückt. So. Das wird jetzt hier reinpacken da rein. So dann noch hier hoch, also den Erdweg können wir uns eigentlich noch machen. So, dann ist die Frage, wie mache ich das? So, da hier vielleicht? Es ist ja drei, ne? Ja gut, dann muss ich das so machen. Schlecht. Hab ich Erde? Juhu! Ja, aber wirklich so richtig schön groß hier. Das sieht doch richtig gut aus. Das ist nicht so gut. Jetzt muss ich mir das wegzumachen. Obwohl, warte mal, wir könnten. Ich kann leider keine Slabs aus denen machen, ne? So eine Idee. Ich weiß nicht, wie ich das machen könnte. Könnte ich das irgendwie nicht, dass ich zu höher mache? Dann hoch hier.
Und das hier würde ich jetzt zum Beispiel. Obwohl doch das Gänge. Das Gänge sieht vielleicht so richtig geil aus. Würde ich vielleicht das hier. Ich lasse das hier mal so frei. Ich habe da so eine Idee. Ich will mal gucken, ob das geht und ob das sieht. Es müsste noch eins raus, theoretisch. Mal gucken, ob das geht, wie ich mir das verdenke. Ah, nee, das war schon falsch. Seht ihr? Das war schon falsch. Also, wir müssen ja wieder mit Carpenters arbeiten. Da kommen wir nicht drum rum. Die Carpenters, das sind echt so schöne Blöcke. Hört mal. Hier ist ja das, ne? Ich will gleich den Zimmer. Kann man so machen. So. Was da? Ich war das mal doch hier mit der Erde. Wir müssen so jetzt nochmal. Also wir müssen so was bauen noch für Erde und so, ne? Dass wir uns rum. Immer noch 5er. Das ist wenig. Okay, dann machen wir uns mal schnell. Achso, nee, das gibt es nicht. Ich muss mir das bloß merken, wie ich das jetzt hier mache, dass ich das auf der anderen Seite genauso exakt nachbauen kann. Das Problem ist halt, aus diesen Steinen kann ich keine Treppen und so machen. Ne? Darum muss ich das halt mit den Carbonos machen. Wenn ich jetzt gerade darum mache, mit den Carbonos. Es geht nicht anders. Leider. Also wir eine Arbeitsfläche, ne, auf der wir uns schon bewegen können. Oh, das ist schlecht. Hier hin. Sehr gut, schon gehen. Genau, kann ich hier ran? Ich muss mal. Bin noch ein bisschen. Du kriegst gleich was zu essen, jetzt kriegst du wieder was. So. Erde alle. Nix. Wir haben noch mehr. So. Hier hätte ich das gar nicht so. Dann können wir das. Angegangen. So. Ja. Ich wusste, ich habe was vergessen. Ja, so, so. Sehr gut. Ja, ich muss das ein bisschen auf der anderen Seite genauso machen. Okay, das ist jetzt runtergefallen. Nee, gut. Ich kann das hier ein bisschen changen. Ich habe hier so einen schönen kleinen Überhang. Stimmt, ich habe ja vergessen, das hier zu machen. Okay, jetzt haben wir jetzt schon Überhang. Haben wir auch die Säulen, ne? Jetzt muss ich nochmal drüber hoppen. Mal gucken, wie das aussieht. Ja, ich bin halb von dem Bogen, so verdeckt. Sieht gut aus. Okay. Heißt dort oben. Müsste dann. Okay, ich müsste jetzt eigentlich ganz hoch mal bringen. Dann ich esse mal noch schnell was, wenn ich es essen. Damit es nicht vom Fleisch fällt. Thank you.
ganz vor. Ich würde es ganz vorne machen. Und das ist ja die Außenkante, ist und bleibt. Dann würde ich es hier haben machen. So hier. Dann könnte ich jetzt hier oben noch das hin machen, oder? Ich schau mal, ob das gucken, ob das so geht. Wenn ich das hier habe. Jetzt so. Oder legen wir sie am Kopf und offen? Ja. So. Okay. Das können wir vielleicht doch lassen. Das hier. Also. So. Okay. Das muss noch ein bisschen höher sein. Ja. Okay, das haut hin. Nee, können wir vielleicht hier buntes Fenster rein? Ich würde so sagen, naja, können wir noch so Kleines hinmachen? Das geht, denke ich. Hier wäre das. Wenn es mal etwas. So. Und das wird ein bisschen ganz toll. Okay. Perfekt. Das Dach an sich. Ich würde das Dach, würde ich gerne. Also, ich stückel Dach, ne? Wir machen die Kuppel. Die Kuppel will ich eigentlich machen. Ich wollte ich stückel gerade das Dach machen. Nein, die Kuppel. Wir machen es ohne so eine Kuppel. Wir machen nur dann ein Stück Glasdach. Aber das ist schon halb zerbrochen, ne? Das ist schon halb kaputt. Das könnte man vielleicht trotzdem. Ach, guck mal, wie können wir das machen? Ne, das ist ein bisschen kompliziert. Schwierig, was haben wir gleich wieder runter? Oh ja, für den Rest so aus Stein, was ich so, jetzt nehmen wir hier zum Beispiel so, ne? Ich mal gucken, ob das drin hält. Ob das so aufgeht. So, weg hier. Dort genau hin. Sehr schön. Gehen jetzt halt genau hin, das ist schon mal gut. Hier gibt es zuerst einen Baum, den man hinlaufen kann. Okay. Also hier brauchen wir doch noch die Wand. So, das ist die Wand, wo die Säulen drauf stehen werden. Das ist die Säule direkt neben dem Eingang. Jetzt noch ins Platz. Okay, ins Platz. Dann kommt die Säule. Also ins Platz. Säule. Da habe ich zwei dazwischen freigelassen. Sind da zwei dazwischen Platz? Jetzt muss ich gucken, okay. Da ist ein zweiter Platz, okay. Sekunde. Das da, das da. Das geht nicht um zu craften. Das können wir noch zurück craften. Craften? Ich würde das Dach vielleicht sogar steigern. Also wir machen doch kein Kuppeldach. Wir machen das doch mal anders. Also wir werden bestimmt nochmal zurückgehen müssen, noch mehr Steine holen müssen. Ich hätte nicht gedacht, dass das Projekt, das kleine Projekt jetzt so viel Stein verschlingt. Hätte ich echt nicht gedacht. Also ich hätte gedacht, dass das, was wir jetzt schon mitgenommen haben, insgesamt echt schon hätte gereicht. Ich bin sehr überrascht. Okay. Also zwei dazwischen Platz.
Säule hin. Das kann ja ruhig so ein bisschen drüber wachsen, das ist ja okay, ne? Wo das jetzt oben wieder drunter, nur jetzt brauchen wir hier keine Treppe machen, ne? Die braucht man ja nicht, die Treppe. Jetzt machen wir dann Erde hin. Und die Säule würde ich hier gerne hinmachen. Und mit viel Grün dran, ne? Das muss schon ähnlich aussehen. Okay. So, hier kommt die Säulen hin. Ne, das soll ja gleich aussehen. Hier haben wir eine Durchgänge. Okay. Ich werde mal. Sind das vier? Ja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hamburger hier. Ein Hamburger. 1, 2, 3, 4. Ja, Sekunde. Mal auf der Höhe. Nee, hey, was ist jetzt los? Hey, was hab ich denn hier gemacht? Ich meine, dass ich hier was verhauen hab. Welche Seite hab ich verhauen? Der. Okay. Drüben haben wir das ja auch so gemacht, ne? Dass wir das hier ein bisschen gleich halten, dort auch. Soll ja auch ordentlich aussehen. So, ich will mal die Säulen ein bisschen machen. So. So und so. Gut. Wie viel habe ich noch Stein? Oh Gott, es geht zu Neige. Ups, okay. Die schrägen. Einmal da. Soll das genau aussehen wie drüben? Ja. So. Zack, zack, zack. Ist das hin? Ja, wohl heute. Ich hoffe, so. Mhm. Ich mache jetzt erstmal wieder eindeuten hier, ne? 1, 2, 1, 2. 1, 2. Genau wie drüben. Da fängt es an. 4. Mal gucken, wie weit wir sind. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So. Ja, also der Baum ist wirklich durchs Dach durchgebrochen im Endeffekt. Der Mann hier oben. Ne, der ist definitiv durchs Dach durchgebrochen.
ist klar. Ich kann man es überall so wieder rauswachsen lassen. Vielleicht so, ne? So irgendwo, also die Fenster, ich will jetzt keine Glasfenster so reinmachen, ich will es so lassen, so offen. Und dass es hier durchgewachsen ist, irgendwie so ein bisschen, könnte man, denke ich, ganz gut machen. Und ich denke, was am besten aussehen würde, wäre ein Steindach, ne? Ein massives Steindach. Das ist ja ein großer Tempel, ist ja nicht irgendwie, ne? Warte mal, wie weit geht das raus? Das ist die 1, 2. Die 3 ist dann. Alles klar, alles klar, alles klar. Hier nicht. 1, 2, 1, 2. Hier nicht. Doch. So, ne? Stein ist eh klar, alle. Wir müssen also einen neuen Stein holen. Ja, kann man gut sein. Stein ist jetzt endgültig finito. Nito, Tito, alles vorbei. Ja, ist kein Stein mehr da. Hoffnung stirbt zuletzt. Und, Staub. Kein Stein. Nicht für den Staub. Türkis. Okay, also holen wir jetzt mal den Stein. Aber es wächst, ne? Also der Tempel nimmt. Also unserem Haus aus müssten wir ihn ja sogar sehen. Das will ich jetzt mal. Wir gehen jetzt zum Haus. Wir können ja mal vom Bett her raus und gucken, ob wir den sehen. Was wir auch machen könnten, wäre theoretisch. Wir müssen dann gleich nochmal gucken. Wegen Deko-Kraft. Ich hätte da eine Idee. So eine Art Altar oder sowas, ne? Eine heilige Wurzel oder irgendwas, keine Ahnung, von Yggdrasil, ne, irgendwie sowas, dass man irgendwie Druiden dann ein bisschen da, ne? Oder wie, also diese Druiden mache ich so ein bisschen wie Buddhismus, sage ich mal, wie die Mönche, ne, so ein bisschen wie ich das Handhaben. Ich kann irgendwie vielleicht so ein paar, sag mal, Kissen auf dem Boden tun, ne, und die kann ich dann vielleicht so draufsetzen. Auf keinen Boden, ich bin hart, das muss ja nicht sein. Aber ne, wisst ihr, wie ich will? Dass sie dann so meditieren halt die ganze Zeit auch im Tempel. Das heißt, ich müsste eigentlich mal. Ich weiß, was ich mal noch für einen Skin bastle. Den bastle ich mal die Tage, den füge ich dann ein. Skin. Und zwar ein Skin, wo einfach mal jemand die Augen zu hat. Ja? Einfach mal jemand, der so die Augen zu hat. Ein Mönch halt, der meditiert. Und so. Oder einfach so. Ne, wenn ich Freunde zu. Das würde ich ganz gerne machen, ein paar NPCs so als Mönche machen. Ne, als Druiden da quasi, Mönche, die hier so drinnen bei dem heiligen Baum beten. Das wäre eine schöne Idee, das fände ich echt gut. Ich meine, es gibt ja bei, oh Gott, dieses Dragon Quest, Hüter des Himmels, habe ich ja gespielt, habe ich auch, also im DS habe ich das. Dragon Quest, Hüter des Himmels, wer es kennt und wer es nicht kennt, ne, also ich will irgendwas verraten oder so, aber. Es gibt da ja so die Himmlischen, ja, also es gibt die Engel im Prinzip, die leben auf so einer, ich sag mal, Festung, die in den Wolken schwebt. Da gibt es für die natürlich noch das Reich des Allmächtigen und sowas. Aber man könnte dann so viel machen. Reich der Steine steht schon. Aber wie war das? Wie viel habe ich noch? Nur noch 5! Ich war so stolz drauf, dass ich so viel Stein hatte. Oh Gott, so viel zum Anfang da. Also wir müssen mit Tinkers Construct anfangen. Wir kommen nicht drum, wir müssen mit Tinkers Construct. Ja, würde sein. Ist ja auch cool, dass man es von hier noch so sieht, ne? So, gerade so im Bereich des Sichtbaren, die wir haben, finde ich ganz cool. Ja. Ich werde aber eh aufsammeln, wenn ich wieder nach unten gehe. Das ist gut. Guck mal, hier hat der Technik rausgekommen. Voll niedlich. Was ist eigentlich da drin? Also es ist eher eine Babykram-Kiste. Naja, hat so genug. Ich muss ganz klein machen. Das wäre nicht cool. Achso. Ich wollte das vergessen. Wir wollten hier reingucken. Und zwar. Das ist vielleicht ein Altar oder irgend sowas, ne?
laut. Weg in Fremdenfilm. Links und rechts, ne? Ja, okay. Okay, was haben wir noch? Was haben wir noch? Hier unten. Das geht schon nicht mehr. Nicht genügend. Wir haben kein Leben mehr. Ja, Moment, kein Leben mehr. Das ist nicht so gut. Dann können wir ein Leben mal schnell abbauen gehen. Was? Dance? Ja, ne. Entschuldigung. Natürlich, Freunde. Tut die natürlich so nicht mehr, als wir das passen. Okay, wir müssen eigentlich nicht mehr bauen, das ist ein bisschen doof. Ich hätte nicht, was wir jetzt machen können. Oh. Das ist so. Sowas wäre was Gutes. Buchspitzen, ne? Sowas kann man machen. Lebens. Was? Ich bin mal so gut, ich bin hier nicht gekommen. Ich nehme sie auch mal mit. Büro, warte mal. Und merken, was das jetzt war. Das ist vom Büro. Büro. Genau. Sterns, Spielträger, Wissenschaft, Region, Bets und Büro. Vielleicht zwei davon. So, das in der Mitte setzen hier, den großen Tisch. Und dann, ne, den so noch jeden gleich. Die Phasen sind nämlich auch gut. Die Themen sind nämlich auch ganz gut. Fireplace ist zu modern. Da würde ich doch eher von. Kannst du MS hieß, das frische Lagerfeuer nehmen? Bei sowas. Das sieht schöner aus. Dose. Cool. Was haben wir noch hier? So Besen natürlich auch. Ne? Die müssen ja im Tempel dann auch ein bisschen. Würde ich auch verstehen, wäre auch nicht schlecht. So ein Buddha oder sowas, ne, wäre irgendwie geil. Gibt's aber nicht, ne? Sowas wäre geil. An die Macher von DecoCraft, ein Buddha oder sowas, wäre echt gut. Würde ich mich echt mega drüber freuen, ne? Ja gut, jetzt Weihnachten hier wird's nicht sowas geben. Ach, Feste allgemein ist das, ne, gut. Was haben wir hier? Bananensplit. Lecker. Ketten, Schlüssel. Ja, komm, hier im Tempel, hier ein paar Skelette, die haben schon. Das wäre so böse. Na, aber hier so ein Skelett, ne, das so richtig sitzt ordentlich, wo der Kopf schon aufgefallen ist. Ja, das ist ein Mönch, der hat schon ein bisschen länger gebetet. Okay, die Folge ist zu Ende. Wir sehen uns gleich in der nächsten Folge. Dann machen wir mal ein paar makabere Scherze.
Nee, okay, nee, die gehen nicht, das war mega mies. Ah, der ist echt gut. Da sitzt sie und hat halt den Kopf da. Da machen wir noch ein Schild dran. Mönche beim Beten bitte nicht stören. Und Druiden beim Beten bitte nicht stören, ne? Das käme ganz geil. Ah, ich bin ein bisschen böse. Nee, das ist okay, so wieder durch. Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Tschüss.